Sei gegrüßt zu Pflanzen gegen Zombies Garden Warfare 2. Ich bin gerade mit dem Haifisch-Piraten unterwegs und fange heute an mit der Story-Kampagne, mit dem Singleplayer. Wollte ich heute machen. Ich habe noch ein paar Stunden auf dem Tacho. Ich würde ungern Zeit verlieren. Deswegen lade ich hier sofort der Kampagne, hoffe, dass auch alles läuft. Es gibt ja einen Zombie-Übersetzer. Einstellung anpassen. Das ist höniger. Einstellung anpassen. Das ist besser. Unser brillanter Anführer, Dr. Zombos, möchte ein paar Dinge sagen. Dinge, die er im Buch schreibt. Okay, du bist herzlich eingeladen. Dr. Zombos veranstaltet einen Wettbewerb. Er will herausfinden, welcher Zombie intelligent genug ist, ein Geheimlabor zu finden. Okay. Starten. Wir müssen Dr. Zombos sehen. Hören finden und Tür, aber auch hören. 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 Geheimtier finden macht schlau. Bei der Top-Zombie. Ja, wohl gar kein Problem. Ich weiß nicht, wo die Tür ist. Weiß nicht, was eine Tür ist. Der Typ ist Wissenschaftler. Tony Baloney weiß, wo die Tür ist. Weiß nicht, wo Tony Baloney ist. Baloney? Finde Baloney. Hören. Tony Baloney, woher ist der Name? Guck mal, voll bekannt vor. Tony Macaroni, wahrscheinlich. So, Ziel, dort hinten. Bin leider ein bisschen langsam unterwegs. Ich habe ungefähr noch 2,5 Stunden Zeit. Das ist Tony Baloney. Der Dancer. Tony Baloney! Hören wir erst nach Tanzen. Kann ich aufhören zu tanzen? Warum tanzt du nicht? Bevor ich die Geheimnis verrate, fordere ich dich zum Tanz heraus. Ach du Scheiße. Ich fange an. Lol. Lol. Hat er nicht getan. Okay, ich möchte möglicherweise verletzt. Ich habe mich auch. Ich bin blöd. Ich fühle mich etwas steif. Kann dir gerade nicht helfen. Rede bei der Generation mit Bart. Er wird dir helfen. Bart. Warum Bart? Mal ein Weilchen hinlegen hier in den Dreck. Dort gehörst du auch hin. Du, Ziel. Ich muss in die Kanalisation. Mach ich mal kurz Level 4. Hey, du. Danke. Bissiger Hai. Halten jetzt schon was aus. Die Mistviecher. Achso. Hier vorne. Was? Ich wusste doch, dass mir irgendwas erfolgt. Brain Food? Komm ich da nicht rein. Hey du. Der Taucher. Bart, ja, du tust stinken. Willst wohl wissen, wo Geheimtür ist? Versuch Barts Zeit bei der Zielübung zu schlagen, du Scheiße. Ich bin auf andere Seite, wenn fertig. Okay. Wie ich Fernkampf bin. Da konnte ich die Kiste öffnen. 7 Sterne kostet die. Na los. Ja, ein Weg. So eine Blume. Nice. Ziemlich einfach. Aber... Du hast hören. Zeige ich dir, wie du Dr. Zombos Tür finden. Oh, Kartoffel. Kartoffel? Kartoffel. Lol, Kartoffelmine. Nein. Oh Gott, dein Ernst. Wenn ich jemals die Tür finden, auch der erste sein, der mein Geheimlabor findet. Ich
wahrscheinlich. Auftrag erfüllt. Okay, Zeit für den Münzen. Nicht Belohni? Kein Problem. Hallo? Finde ein spezielles Geheimtürsuchgerät. Leider ist es verschollen. Spezielles Tür findest du mit der Geheimtür. Der Erfinder ist leider verloren gegangen. So finden. Ja, mein Handy. Vielleicht Geheimtürfinder im Pflanzenbasis. Gar kein Problem. Gehen wir hin. Herr Bologna? Kein Problem. Kann leider die Stimme nicht machen. Kann sowas nicht. Für mich momentan nicht geboren. Ah, tut mir so mit Mädchen der Hals weh. Genefehler? Bei meinem Hirn. Kann dir die Pflanzenbasis helfen? Wäre nur einen neuen Teleporter aus. Kannst du mir helfen? Ich bin recht sicher. Ging rein, ruckzuck bis in der Pflanzenbasis. Ja. Genau. Sieht man, ruckzuck in der Pflanzenbasis ist. Oh, ey. Ist vielleicht der Teleporter defekt? Schieb mal mit dem Hammer drauf und nochmal. Jetzt geht er. Alles klar, probier's nochmal. Nächster Halt, Pflanzenbasis. Hüpp. Geh los! Da war noch einer. Okay. Ich weiß, was du denkst. Hat dich nicht zur Pflanzenbasis gebracht. Hä? Wohin denn dann? Der Luftfilter verstopft. Schnell mal austauschen, aber in Luft. Du gehst aber sicher zur Pflanzenbasis. Ich war doch in der Pflanzenbasis, oder nicht? Da. Nein! Nein! Mal kurz so verstecken. Bisschen tankiger. Alter Schwede. Alles Paletti. Kollegen gefunden, das war der Testmodus eingeschaltet. Jetzt garantiert. Trauen Sie Grundlage für den Erfolg. Und hören. Ja, ja. Leute, darf ich mal, lockier mich. Was? Will er mich verarschen? Oh, hi. Du schon wieder. Ist der Teleporter kaputt? Ja, wenn drüben der Büro ist, habe ich eine große Kanone gebaut. Ja, klar. Kanone geht auch. Irgendwo ich hin muss, aber wahrscheinlich da rein. Lol, die Bohne. Die Bohne. Danke. Weiter geht's. Haben wir das erledigt? Fantastisch. Geheimtierfinder gefunden. Ich gucken. Woher das wissen? Der Geheimtürfinder funktioniert nicht. Da hast du gerade vom Experten gefragt. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn da irgendwas funktioniert hätte. Der Geheimtürfinder ist der alte Funktion. Ein Zombie weiß, was tun muss. Muss gehen zu Sen. Sen? Sensei. Auch sehr alt. Riecht wie Mottenkugeln. Okay, Mottenkugeln. Machen wir mal den Sensei. Sensei. Kiste? Logischerweise nicht öffnen. Wo ist der? Dort hinten. Sieht cool aus. Viel Platz. Ja, ein bisschen die Gegend. Ach, der steht hier vorne. Ah, sei gegrüßt, Schmutzläufer. Wer Hirn sucht, sucht Wissen, weil Hirn Wissen schafft. Ah ja, du suchst eine Tür. Kann diesen Sinn. Geheimtürfinder aktivieren, aber dafür benötige ich zuerst die Schriftrolle mit den Anweisungen. Wenn du sie mitbringst, kann ich sie entfernen und da entsperren. Ich bezweifle es.
Man muss eh, glaube ich, nur einen Knopf drücken, oder nicht? Hemmungsmodus aktiviert, okay. Nähere mich. Ja. Wird wärmer und wärmer. Und wärmer. Und noch wärmer. Leben haben die eigentlich 40? Ich glaube einfach mal in die Richtung, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, dass man möglicherweise quer drüber laufen muss. Irgendwo hier muss der sein. Oh, ich bin zu weit, kann das sein? Na, wo ist der denn? Was ist das? Ah, hier ist er doch, oder? LOL! Dein Ernst? Lage die Ringelblume, willst du mich verarschen? Ich hab keine Range! Das ist ja ätzend mit dem. Ich hab keine Range! Münzen fallen lassen. Lass Münzen fallen. Money, money, money. Zum Keks gehen. Junge. Fernkämpfer. Eigentlich Nahkämpfer. Schon beides. Und bitte gehen wir langsam auf den Keks. Hm. Ja. Money, money, money. Make me funny. Los. Los, los. Lol, hat sich mal vor mich gestellt. Nice, 250 Diamanten eingesammelt. Weg. Na komm. Komm raus. Lol. Flächenschaden. Münzen, Münzen. Danke. Können wir vielleicht sogar nachher noch einen Charakter kaufen, wenn's richtig gut läuft. So, feste, fertig, ne? So, ja. Vielleicht rumteleportiert. Der Meister, ich munzige. Der Schmutzläufer ist zurück. Sehen wir uns dann mal an. Nach sorgfältiger Untersuchung der Schriftrolle habe ich herausgefunden, dass der Geheimtierfinder auf eingestellt werden muss. Hab's gewusst. Geh zurück und sprich mit diesem Wissenschaftler. So das sollte jetzt viel besser funktionieren. Möge das Hören mit dir sein. Alter. Was denn ernst? War ich jetzt geportet oder? Geportet, Auftrag erfüllt, 2500 Münzen. Grüße, Zombie. Den Türfinder hält. Du heute sehen gut verrottet aus. Ja, der Türfinder ist eingeschaltet, hat aber keinen Safler, den Türfinder, um den geheimen Eingang zu. Das ist dein Ernst? Wenn der jetzt leuchtet und piept, fantastisch. Jetzt muss aktivieren, Geheimeingang finden. Bereit, den Finden zu aktivieren, Labor finden. Gerät braucht besonders Saft. Und was ich braucht in Wüste. Okay. Auf in die Wüste. Oh nein. Ich nehme jetzt mal den hier. Weil Mission und sowas. Also kann ich ja noch andere aufwecken hier. Ich kann ja wieder nicht alleine.
kann hier noch jemanden rufen und zwar. Ja. So, ich wähle einmal einen Wissenschaftler zum Heilen. Und zwar den Paläontologen mit der Dino-Wurme. Dann wähle ich einmal einen Tank für Brains. Und dann vielleicht, ein Haifischzahn, ist ja egal. Ach ja, je mehr Leute ich erwecke, desto stärker werden auch meine Gegner. Hab ich vergessen zu erwähnen. Ich sollte mich ein bisschen Runde verteidigen. Kennt man ja, ist ja die Gartenkommando. Also Friedhofkommando in dem Sinne. Aber der da halt viel zu wenig, um irgendwas zu beschwören. Das heißt, könnte jetzt hier nichts machen, großartig. Was sich großartig lohnen würde. Deswegen habe ich schon den Elektriker genommen, weil ich da halt meistens den höchsten Schaden habe. Ich guck mal kurz, könnte jetzt hier wechseln. Wie ich lustig bin. Das heißt, kurz bevor ich sterbe, wechsle ich einfach auf einen anderen Charakter. Und dann hat sich die Sache erledigt. Und ich habe den einen Ingenieur gewählt, weil ich mit der 1, mit dem Betäuben, ein paar Zombies töten muss. Habe ich die Mission auch erledigt. So, dann mal schauen, von wo die kommen. Ich bin ready. Von hinten. So, ich stelle den Flächenschaden, den ich gerne ausnutzen möchte. Nämlich genau den hier, für die Multi-Abschüsse. Außer Nachladen ist natürlich ätzend, aber so. Und da ist er schon, der Wissenschaftler, der sich schon gelohnt hat. Und er mich geheilt hat. Super Typ. Deswegen immer einen Heiler dabei haben. 3% haben wir aufgeladen. Da bin ich mal gespannt. Sensor. Hallo? Hä? Ah, ich komme jetzt von überall, oder was? So. Muss erledigt werden. Ja, los. Einmal, danke. Level 3. Und so kann man, also ich habe ja, als ich alles gesehen habe, jetzt schon hier in dem Game, ist einfach so geil, muss man einfach sagen. Also ich kann hier eigentlich fast nichts meckern. Also fast nichts meckern. Sind ja sehr wenig Nachteile eigentlich. Es gibt noch ein paar Dinge, die mich stören auf jeden Fall. Zum Ganzen. Das Spiel einfach geil. Elektro, wollte gerade sagen, Flächenschaden einfach so geil. Okay, jetzt kommt sogar ein Sandsturm. Das ist cool mit dem Sandsturm. Also ich hoffe, dass die Mission hier auch gilt, weil ich habe es getestet in diesem Hof, wo man hier eben rumlaufen musste. Dort funktionieren die Missionen. Deswegen mache ich das jetzt hier gerade. Ach, kommt sogar. Bots sind ziemlich gut gemacht. Boots! Elektroschaden. Na toll. Das ist aber hier so ein ganz starker. Oder? Oder soll davon nur der Boss sein? Champion. Champion nennen die sich, genau. Und hier geben sogar Münzen.
Champions. Es gibt einmal die Helden und die Champions. Und dann gibt es noch die ganz, ganz Bosse, also die richtigen Bosse. Ich bin gespannt, wie lange das dauert. Ich bekomme aber 20%. Kann ich ja nur noch um Jahre handeln, bis ich die Runde hier durch habe. Irgendwie beschleunigen kann. War schon was größer als ein paar Sonnenblumen. Ja, so eine Art. Ich möchte mal, was jetzt kommt. Wo ist ein Sonnenblumen? Oder hinten ist was? Ich finde es ja geil, dass es nicht nur normale Sonnenblumen sind, sondern auch die ganzen Charaktere. Oder ist eine riesen Sonnenblume. Die durfte schon mal bekämpfen. Alter, die wurde auch geheilt. Das ist immer richtig krass. Jetzt merkt man nochmal Flächenschaden hier. Also der Elektro. Einfach ultra nice. Was das angeht. Ich bin gespannt, wer stärker ist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ein bisschen too much. So. Den hier, der wird die ganze Zeit geheilt, das ist das Problem. Ihr verteidigt. Oh Gott, nicht dein Ernst. Hep. Ja, mal den Typen hier heilen. Wechseln nochmal auf den Elektriker. So, gestunt und das ist ein Pflanzenboss. Bezwungen. Wie viel Prozent haben wir jetzt? Wo ist ihn geladen, aber kannst du ihn benutzen? Ah, er ist schon voll geladen, das war's. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nie damit gerechnet, dass er plötzlich so viel Schaden raushaut. Erfolg freigeschaltet. Mist. Was auch immer das genau bedeuten soll, übersetzt. Aber es wurde die erste Questreihe der Zombies damit erledigt. Es gibt natürlich mehr Quest rein, logischerweise, weil man muss ja, ne? Aber erstmal gerade mal die Fernbedienung. Noch viel mehr Quest rein. Ich gucke jetzt mal in den Stickerladen, wie viele Münzen ich habe. Erstmal hier leckt es immer, weil hier das Gebiet geladen werden muss. Dann leckt das hier vorne. Also, sobald es sich aufgebaut hat, dann läuft's. Trotzdem mal kurz hier dran. Nein, nicht dein Ernst, oder? Fehlen. 700 Münzen. 100 Münzen fehlen mir. Die sind irgendwo herkriege. Die schnelle. Ledige 5 Pflanzen. Einer noch. Versuche mal kurz, die 700 Münzen zu holen. Kann ich nämlich hier draußen machen. Weil ich hier draußen auch ein bisschen rumlaufe und amok laufe. So, Auftrag erfüllt. Ich weiß nicht, was ich, glaube ich, jetzt Münzen kriege. Ich krieg Sterne. Okay. So, aber ich kann hier draußen kurz warten und dann, wenn ich hier ein paar stärkeren Dinger getötet habe, will ich auch automatisch Münzen. Weil es cool ist hier draußen, kommen auch, je länger man hier draußen ist, desto stärker werden auch die Gegner. Vielleicht jetzt gleich kommen die ersten Erbsenkanonen angelaufen. Oder vielleicht schon was anderes, man weiß, ich weiß jetzt gerade natürlich nicht. Randommäßig. So kann man auch ultra gut leveln. Merken das? Ich könnte hier den ganzen Tag verbringen eigentlich. Da ist die erste Erbsenkanone. Auch noch eine Gifterbse, will ich verarschen. Da kommt. Oh. Ach ja, es wird halt immer ein bisschen schwerer.
Wir haben aber hier, nutzt auch die ganzen Fähigkeiten. Also, das ist definitiv nicht so einfach ohne hier. Ah, er lebt ja immer noch. Nee, jetzt. Nein, was? Lass mich in Ruhe. Man kriegt ja, man kann ja echt gut aufs Maul kriegen, auf jeden Fall. Das sind also Heilungen. Wilde Blumen. Also, ja, noch nicht alles, ne? Es kommen ja wirklich noch mehr Charaktere. Jetzt kommt jetzt der Baum. Der wird dann zum Beispiel Münzen geben. Nicht geil. Oder jetzt auch in sich der Baum. Nein! Nice. Der Baum, muss ich aufpassen. Dafür mal, weil ich gar nicht, ob ich den Charakter dafür habe. Ah, es kommen Wissenschaftler, die mich heilen. Korrekte Typen. So, jetzt auch auf den Baum konzentrieren. Wir haben aber auch einen Boss. Ne, so ist das nicht. Das ist cool, dass man hier so einen kleinen Bossfight machen kann. Unser Boss hier vorne kämpft dann gegen den Boss. Ja, cool. Da haben sich echt was Cooles einfallen lassen, Leute. Muss man sie einfach loben? So, einfach mal stunnen. Ich glaube, den kannst du gar nicht stunnen. Da hinten kommen jetzt auch die Sonnenblume, die wir gerade besiegt haben. Kämpfen die Bosse gegeneinander. Voll lustig. Dort kommt die Sonnenblume. Also das kann man den ganzen Tag machen. Man kann den Schwierigkeitsgrad auch umändern. Das heißt, man kann sie auf leicht stellen, man kann es auch schwer stellen. Ich habe es auf normal stehen. Das ist die Standardeinstellung. Das ist sehr geil. Ja, mal kurz warten. Lo, da kommt noch ein Boss. Ist mein Weg. LOL. Zack. Der Held ist bezwungen. Da kommt die Sonnenblume. Action pur hier nur. Zack. Hast du ja Münzen fallen lassen? Ich hoffe es. Oh nein, die Bohne. LOL. Lass mich in Ruhe. Da kommt der nächste Boss. Okay, kam wohl wahrscheinlich nichts raus. Gefallen. Zumindest habe ich da jetzt nichts gefunden. Schade, ich dachte, du würdest schnell auf die Schnelle noch Münzen sammeln können. Gifterbse, die auf mich schießt? Ja, da steht irgendwo eine Gifterbse. Ah, da vorne. Blödes Mistvieh. Hier vorne vor auf die hier konzentriert. Ah, oben die Rose. Okay, das wird dann leider nichts. Ich dachte, ich würde schnell Münzen kriegen. Ja, wäre jetzt so schön gewesen. Ich habe da schon ein paar Mal Münzen rausgekriegt. Vielleicht kriegen wir halt nicht aus allen. Ich könnte eine neue Mission annehmen. Erreiche auf den Stand. Hier kriegt man überall Sterne. Ein Multiabschluss als Pflanze. Nehme ich mal. Und dann, ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich weitermache mit den Zombie-Missionen. Und dann, ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal.